Sonnenaufgang am Kuuri. Und ich hänge hier schon wieder schön auf dem Boot, locker über den Ackerbrettern mit komplett übertriebenen Setup. Komplett übertriebenes Setup, weil auf der Suche nach den komplett übertriebenen Fischen. Gestern hieß es im Chat, Alden, hast du schon gesehen? Ich habe hier in 4 Ingame-Stunden 4 Seesaibling Kowalski gefangen. Das ist geil. Richtig schönes Ding, fettes GZ, kann man machen. Gerade wenn man eben auch noch nicht so weit ist oder wenn man im Levelbereich ist hier vom Kuuri, also zwischen 16 und 20, dann passt das doch richtig nice. Ich bin heute komplett übertrieben unterwegs, denn wenn man jetzt mal nachschaut, ballert gerade wohl der Seesaibling Kowalski ganz gut auf einen Köder. Und den Köder oder die Köderserie ist eine ganz wichtige und klassische Köderserie für das gesamte Gewässer. Verschiedene Farben davon laufen immer mal wieder ganz gut. Gucken wir uns gleich natürlich im Detail nochmal an. Und jetzt scheint es gerade, ihr seht es oben, der gelblich-grüne zu sein. Also der scheint gerade zu laufen am Kuuri auf den Seesaibling Kowalski. Und deswegen testen wir das hier. Setup, ja, komplett drüber. Komplett drüber. Ich bin hier mit 31 Kilo Fluorocarbon unterwegs, beziehungsweise gerade die letzten Abendstunden schon eine Runde gebreddert. Jetzt über Nacht war ein bisschen Flaute, aber die letzten Abendstunden schon ein bisschen gebreddert. Und mit, man sieht es, mit der orangenen, dicken, fetten Schnur vom Nordmeer, also mit der Nylonschnur. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also komplett übertrieben rein auf die Fische, die nicht so scheu sind. Also wo die Scheuchwirkung der Schnur nicht so relevant sind. Und das sind zum einen die Saiblinge. Das ist schon mal auch die Sefo. Natürlich so ein Ola Barsch oder sowas. Hier sowas Kleines. Dem interessiert das auch nicht. Genau, schmeißen wir direkt wieder rein. Geht aber relativ selten rein. Ne? War jetzt der zweite Barsch hier innerhalb der, oh, was waren das jetzt, 20 Minuten. Und ansonsten halt eher Saiblinge. Ja, komplett übertrieben. Ist das the way to go? Nee. Also für alle, die hier normal angeln wollen, für alle, die hier aus sind auf einen vollen Kescher, die hier aus sind auf viele XP und viel Silber, absolut nicht das Richtige. Finger davon lassen. Das macht man so nicht. Wenn man hier frisch ist, wenn man noch nicht weiß, wie man hier angelt, es gibt einiges an Tutorials, wie man hier angelt. Es gibt auch das Was-Kaufen-Video ab Level 20. Reingucken, absolut wichtig. Es gibt ein Setup, was sich lohnt, und das ist hier die Kammermächter. Und dann eben in Kombination mit der HSV geht das richtig gut. Hier zum Beispiel jetzt mit einer 19 Kilo Monoschnur, richtig schön weich. Das heißt, Kopfschläge werden schön abgefedert. 15 Kilo, das ist ein ganz gutes Gewicht. Also 15 Kilo Fluorocarbon, schön transparent, nicht zu dicke Schnur und ausreichend Tragfähigkeit für dieses Gewässer. 15 Kilo und runter. Also 12, 9, dann wird es aber schon langsam kriminell. Also so weit unter 9 Kilo würde ich hier, glaube ich, nicht reingehen. Das wird dann schon echt ein bisschen tricky. So, jetzt muss ich mal eben gerade gucken, wo ich hier so lang bretter. Hier ist auch noch was drauf, was Lüttes. So, mal wieder hart in die Kurve gehen. Das ist natürlich auch wichtig. Merkt euch, wie und wo man lang fährt. Zack, schnell wieder raus damit. Und ja, ich bin, glaube ich, noch... Ja, ich bin wieder auf Strecke. Und direkt wieder raus. Ich habe so einen kleinen Punkt auf dem Monitor. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Damit sehe ich jetzt genau, dass ich in der Mitte vom Motor bin. Beziehungsweise, wenn ich nach vorne gucke, bin ich jetzt genau in der Mitte vom Boot. Und weiß dann also, ich fahre jetzt genau gerade. Und dementsprechend bredder ich dann eben auch die Linien immer genau ab. So. Das heißt, ich weiß, jetzt fahre ich eben genau da über die Rinne. Sehr schön. Und dann passt das auch. Also, schön
eine Tour fahren. Ich fahre jetzt in letzter Zeit, ich war vor ein paar Tagen auch schon mal hier und vor ein paar Tagen hatten wir jetzt auch schon ein Turnier gemacht. Also gerade eigentlich nur noch diese Strecke hier rum, ist glaube ich mit die populärste Strecke einfach hier um die Insel herum. Durch diese Untiefen natürlich hier, beziehungsweise durch diese Tiefen und durch diese ganzen Löcher herum. Eine andere Strecke wäre natürlich, dass man hier oben lang fährt, dann hier runter, dann hart einfahren, also hier sofort hart abbiegen und hier wieder zurück. Also das ist auch durchaus eine gute Stelle, muss man auf jeden Fall immer mal wieder testen, ein-, zweimal langfahren und dann, wie gesagt, auch hier drüber, über diese verschiedenen, dann hier über diese Untiefen, über diese verschiedenen Stellen einfach drüber. Nicht so weit hier hinten rein in dem Bereich, das ist hauptsächlich auch immer wieder gerne Hecht-Area. Und weil die Hechte halt drauf sind und Hechte hier reinballern, müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Vorfächern. Gerade eben ja schon gesagt, ich war hier, oder wir gucken gleich mal eben rein in das Setup hier. Nehmen wir mal die Route. Ich war gerade schon unterwegs, so, beziehungsweise ohne Fluorocarbon. Und weil wir das ja auch gestern Abend noch im Stream hatten, das Thema, dass diese Schnur hier super weich und flexibel ist und super krasse Kopfschläge abfedert. Da hoffe ich ja, also ich habe diese dann komplett gerade verwendet, ohne Vorfach. Riesen Nachteil von der Schnur, bei der macht es auch einfach direkt Pitch, wenn dann Hechtzahn drauf geht. Also kleinste Hechte machen diese Schnur kaputt. Auch wenn die nochmal dicker ist als Fluorocarbon, ist die trotzdem leider nicht so stabil. Heißt also, dran erinnern, verdammt, da war ja was, schnell nochmal wieder, also es hat funktioniert. Hier sind Saiblinge auch direkt draufgegangen, die ersten Brocken waren sofort da drauf. Seesaibling hier mit 5 Kilo, erster Fisch, alles wunderbar. Auf einfach nur 0,7er Nylon ohne Vorfach. Aber weil eben hier immer mal wieder auch Hechte reingehen, und wenn es auch nur so ein 2-3 Kilo Hecht ist, bam, macht es wahrscheinlich dann irgendwann Pitch. Zuletzt getestet mit einem dicken, fetten Ding mit einer Stärke von 1,2 ungefähr oder 1,27 sogar. Zack, an der 8-Tuber. Ohne viel Biss, ohne viel Zerrerei. Also einfach nur ein Biss gehabt, einmal gekurbelt, plitsch, weg gewesen. Also wirklich, wirklich krass, wie schnell die durchgebissen wird. Absolut nicht hechtsicher, diese Schnur. Aber eben geil, richtig schön weich, richtig schön, hoppala, Dehnungseffekt. Ja, 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 die wollen wir hier haben. Die Brocken wollen wir hier haben. Endlich kann ich mal hochdrehen und mal testen, wie weit ich hier reingehen kann in die Bremse. So, und dies ist aus diesem Grund eben jetzt Fluorocarbon als Vorfachmaterial und dann ist doch alles wieder gut. Auch da sind wir natürlich nicht 100%ig hechtsicher, aber wir wollen ja hier auch die Saiblinge haben und da geht es dann weniger darum. Oder da spielt das Risiko einfach eine Runde mit, dann ist das einfach so. Guck mal, er hier hatte gar nicht wirklich eine Chance. Das ist doch nice. 8 Kilo, butterweich reingezogen. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist richtig nice. So nehmen wir die doch gerne mit. Also schön wieder weiter raus hier. Und wir fahren mal wieder hier vorne rum. Sehr schön. Ja, bisher sehr gut für die Saiblinge. Deswegen auch durchaus die Chance, dass der Seesaibling Kuorski reingeht. Apropos Seesaibling Kuorski. Schlecht Wetter ist in den meisten Fällen oder immer wieder, hört man das, gut für Seesaibling Kuorski. Tja, jetzt gucke ich gerade hier auf den Wetterbericht und denke mir, nanunana, die nächsten Stunden kein Schlechtwetter in Sicht. Also, trotzdem ran ans Wasser, trotzdem zeigen, dass da was geht. Abwarten, vielleicht bis ihr das dann seht, ist vielleicht sind die nächsten Tage wieder Schlechtwetter. Kann ja sein nachher, dass dann da nochmal eine schöne Schlechtwetterfront kommt. Also die Chance nutzen, gerade wie gesagt, Schlechtwetter, Regen und sowas, soll für einen Seesaibling Kuorski immer wieder richtig gut sein. Im Moment hier bei Sonnenschein leicht bewölkt, jede Menge von den normalen Saiblingen. Finde ich auch gut, kann man auch gut Cash mitmachen.
Und ich bin halt gespannt, vielleicht geht ja trotzdem noch irgendwo was rein. Es werden, wie gesagt, auf diesen Köder die ganze Zeit Brocken gefangen. Also Seesaibling Kowarski bis in Richtung 20 Kilo. Ich habe jetzt hier zwei Nuller, die teuren Etalon, die dicken, fetten, hochwertigen Haken drauf. 2-0 würde ich sagen, ist auch eine gute Größe. Kann man, glaube ich, ganz gut verwenden. Ja, das ist, wie gesagt, gerade der besagte Welche. Hoppala, da geht's weiter. Und die anderen, die schauen wir uns gleich auch natürlich nochmal an. Die anderen wichtigen. Ja, den schmeißen wir direkt wieder rein hier. Zack. Raus damit. Und den auch direkt wieder raus damit. Perfekt. Aber wie gesagt, zurzeit läuft es hier drauf. Wenn ihr dünner unterwegs seid, mit dünnerem Fluorocarbon, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf einen fetten Drill, absolut machbar. Und gerade, wenn man eben hier Cash machen will und noch ein bisschen mehr fangen will als nur die seltenen, dann, wie gesagt, ja, habe ich ja gerade schon gezeigt, auf jeden Fall dünner reingehen, bis so 15 Kilo reicht völlig. Gerade dann eben auch für die Seewarnforelle oder zum Beispiel ja für die Seeforellen und so weiter. Also da auf jeden Fall kleiner reingehen, 15 Kilo. Absolut ausreichend. Man kann auch hier super mit Ultralight reingehen. Dafür ist das Gewässer mega gut geeignet. Oder sowas wie mit dem Belaya-Setup, einfach nur mit dem kleinen Spinner. 6, 7 Kilo, damit schleppen gehen, hat man eine super hohe Frequenz und dann ballert das hier richtig gut rein. Aber man ist mit dem Setup auch super schnell am Limit, weil so eine Seeforelle mit 3, 4 Kilo ist ein ganz anderes Thema als eine Bachforelle. Also die hat deutlich mehr Action, gerade weil die sich halt hier mächtig in die Tiefe stürzen können. Dafür dann, wie gesagt, hier die Karma Mächter und da kommen wir dann auch schon direkt zu diesen anderen Ködern. Also Dodger Crank 10. Serie. Das ist das A und O. Dodger Crank 10. Ganz wichtig hier diese blauen. Mega essentiell. Funktionieren immer wieder richtig gut. Den gerade hier schon drauf markierten, den gelben, den knallgelben. Dieser grünlich-gelbe ist eher seltener. Der 1er funktioniert auch immer mal wieder gut. Und hier dieser, der fast so ein bisschen forellenartig aussieht. Also das auf jeden Fall immer mal wieder testen. Letzten Endes eigentlich die gesamte Serie kaufen, denn die Dodger Crank in der Größe 10, ja, die lohnen sich. Also die mitnehmen, vernünftige Haken drauf machen, 1-0er, 2-0er Haken drauf und die kann man an ganz vielen Gewässern regelmäßig gut verwenden. Also das ist kein Fehlkauf. Die Köder, die Wobbler, die lohnen sich. Guck mal, da ist schon wieder was dran. Gucken wir mal, ob da noch ein bisschen was Dickeres reingeht. Ja, von den Routen hier, das sind hier meine Schlepp- und Wobbler-Routen, weil plus 2 Handhabung auf Wobbler ist nice to have, ist nicht unbedingt wichtig, weil diese plus 2 bzw. plus 3 habe ich ja eh auch schon geskillt. Allerdings habe ich dann jetzt hier quasi plus 5 auf die Handhabung der Wobbler, was aber auch nur einen kleinen Pluswert quasi bietet auf die erhöhte Trophy-Chance. Noch besser wäre es natürlich, wenn man sich dann hier sowas gönnt. Na, wo sind sie? Da sind sie doch. Also hier nur solche fetten Ultimas, aber das ist natürlich auch preislich nochmal ein ganz anderes Ding mit plus 10% aufs gesamte Spinning, plus auf den Wobbler. Das ist natürlich komplett übertrieben und für einen Kuori auch der absolute, ja, also deutlich zu viel des Guten. Also absolut auch kein Must-Have. Man kann auch hier, und das hat man auch schon oft gesehen, man kann auch hier mit den ganz simplen kleinen Routen rumhantieren. Das Teil gibt es hier nochmal in noch ein bisschen mehr Tragfähigkeit, so 12 oder 15 Kilo. Reicht eigentlich auch, diese ganz billigen Dinger, die ganz billigen Bretter und dann damit hier einfach reinziehen, damit man hier, ja. Na, ich sag mal, man muss halt nicht so ganz übertreiben, aber so um die 10, 19 Kilo an Tragfähigkeit ist schon ganz nice. Ja, und dann nicht so viel quatschen, sondern ein bisschen drauf konzentrieren, wo man lang fährt. Und das mache ich jetzt auch. Also Map wieder auf, zurück auf meine Bahn hier, Trollinggang an. So, ungefähr gucken, wo lang man fährt, immer schön weit genug auswerfen und dann gib ihm. So viel dazu. Toi, toi, toi. Ich hoffe hier jetzt weiter noch.
ja, auf den Seesaibling Koorski. Aber bei dem Wetter, wie gesagt, wird das wahrscheinlich die nächsten Stunden nichts. Trotz allem werde ich das jetzt die nächsten Tage noch im Blick behalten, solange das gerade so gut läuft. Ich gucke gerade noch mal schnell in die Rekorde rein, ob man das da auch so sieht. Seesaibling Koorski mitnehmen, wie gesagt, tendenziell bei schlechtem Wetter und relativ, ja, relativ kühl. Also, das sind die beiden Sachen, die super wichtig sind. Kühles Wetter und dann am besten verregnet, graues Wetter. Dann ballert der Koorski da gerne rein. Und hier bei Sonnenschein sind dann halt die normalen Saiblinge da. Was auch nicht schlecht ist, bringt auch gut Cash. Nehme ich also auch gerne mit. Alter, und gerade die Aufnahme ausgemacht, die halbe Runde weitergefahren. Und da ballert hier hinter der Insel direkt ein Brocken rein. Das ist natürlich nicht schlecht. Den nehmen wir natürlich noch mit. Alter Vater, ey. Der hatte Bock. Ich konnte die Bremse erstmal wieder richtig schön bis nach oben drehen. Und jetzt fahren wir ihm erstmal ein bisschen entgegen. Alter Vater. So, komm ran hier. Gucken wir mal. Erstmal hat er sich schön in die Tiefe gestürzt. Da hinten ist ja das ganz tiefe Loch hinter der Insel. Da konnte er erstmal schön nach unten. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ihn hier langsam wieder rankriegen. Viel hat er nicht ge... Oh, er ist orange. Viel hat er... Nee, ist er doch nicht. Ist eine Spiegelung am Ufer. das sah gerade hier ein bisschen so aus. So. Aber vielleicht ist er trotzdem orange. Vielleicht ist er ja trotzdem orange. Und hat Bock. Oh ja. Oh ja. Guck mal hier. Ich kann sogar noch weiter hochdrehen. Ein bisschen Platz ist noch. Aber wir wollen ja nicht so ganz übertreiben. So, jetzt fahren wir da erstmal wieder ran. Das schmeckt doch schon. Den nehmen wir doch gerne so mit, wie er ist. Sehe ich denn da schon was? Ich sehe da schon was. Das ist tatsächlich ein Orangener. Es ist tatsächlich der Seesaibling Koorski. Auf die letzten Meter. Ich glaube, ich muss noch zweimal kurbeln. Und jetzt raus damit. Jawollo! Bam! Alter, mit 8 Kilo geht er aber richtig steil. Leck oh funny, alter Falter. Komplett übertrieben, aber auch mega nice. Allein die Färbung, ne? Ich mag das ja so sehr, ne? Hammer, hammer hart, Alter. Der knallrote Bauch, die speckfarbenen Flossen und dann der goldene Rücken. Hammerteil, mega nice. Also, direkt wieder raus hier. Und das bei Sonnenschein, Alter. 11 Grad Sonnenschein. Ne, noch nicht mal. 11 Uhr morgens war es ungefähr. Unter 10 Grad Sonnenschein. Und das eben hier gerade, genau hier über dem 15er. Bam, reingebreddert. Also schnell wieder zurück. Direkt wieder zurückbreddern. Vielleicht ist ja noch einer da. Und den nehmen wir dann natürlich auch mit. Und dementsprechend bredder ich jetzt hier nochmal die eine Runde rum. Und zieh alles raus. Ihr Lümmels, Petri, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.